Ja, guten Abend. Ich habe lange gewartet auf diesen Nachtrag Nummer 60 zum Buch. IQ ist nichts, Unbildung ist alles. Jetzt habe ich auch was zu sagen. Das ist richtig schön, der Beweis. Ich führe hier Folgendes im Buch an, und zwar, ich zitiere, geht ganz schnell, die Ungebildeten nutzen gar zu gern Gelegenheiten, sich hervorzutun, sei es durch Denunziation, sei es durch sich wichtig machen als Beamter oder zur Ordnungrufer und so weiter und so fort. Nicht nur mir fiel gleich zu Beginn der Corona-Krise auf, dass es die Dorftrottel waren, die andere Menschen zum Maskentragen lauthals aufforderten. Endlich können sich dieses Trottel wichtig fühlen. Endlich dürfen sie etwas sagen, was von den anderen nicht als Blödsinn abgetan werden darf, wie es bisher immer war. Wie gut sich diese sonst Unbeachteten dabei fühlen, kann man erahnen. Es ist also kein vorauseilender Gehorsam, sondern nur das sich wichtig tun. Mehr nicht. Also es geht darum, endlich haben diese Leute mal Ansehen. Und jetzt, warum komme ich da drauf? Ich erhielt heute einen Anruf von meiner Fritzbox. Ich hatte es ja kurz gezeigt hier, ne? So. Anrufbeantworter, da sprechen die Leute dann auf die Fritzbox und per E-Mail bekomme ich dann diesen Anruf als Wave-Datei und den hören wir uns jetzt mal an. Und jetzt lehnt euch zurück und entweder ihr lacht oder ihr seid traurig. Mal sehen. Ja, Troppelmann. Ich rufe an wegen die Mülltrennung. Ich guck mal so an und ab in Mülltonnen, um zu gucken, ob die Bürger den Müll trennen nach DIN A5, also nach die Landesverordnung über Mülltrennung. Ja, jedenfalls habe ich gesehen, dass sie nicht so, also was in eine gelbe Tonne soll, zum Beispiel in die graue werfen tun. Ich sehe mich schon so als Saubermann hier. Für mich ist das Bürgerpflicht, andere Bürger zu kontrollieren. Ja, auch Ihre Briefe gehören übrigens in die andere Tonne. Möchten Sie nicht unseren Kindern eine saubere Welt übergeben? Nein. Ich kontrolliere dann die Tage nochmal. Tschüss. Troppelmann. Was soll man dazu noch sagen? Das heißt, dieses, pardon, dieser Typ, der war bei uns auf dem Grundstück und hat hier irgendwie versucht, in den Mülltonnen rumzuwühlen. Dabei haben wir gar keine gelbe Tonne. Naja, gut. Aber so weit sind wir mittlerweile, ne? Naja. Soll zum Nachdenken anregen, einerseits, aber denkt mal an die Zeit, wenn dann der Quatsch vorbei ist. Was machen die dann? Was machen dann solche Leute? Bin gespannt auf eure Kommentare, aber einfach sachlich bleiben und so weiter. Keine Beschimpfungen. Wir wissen alle selber, was das für Trottel sind. Aber bin mal gespannt. Ich wünsche euch was Schönes. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Und das ist bestimmt nur wieder was Wichtiges. Haut rein. Tschüss.